Ja, hallo, zurück zum Witcher. Wir sind hier im Keller und suchen ja immer noch nach hier diesem vergifteten, sieht so da, scheint schon zu sein, vergifteten Met. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Uff. Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Die werden weggebeamt. Schnell. Boom. Götter, wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand hätte, großen hätte, Wert darauf, Fahrradkette. dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Lama und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, finde ich auch. Den Brandstifter erwische. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Ach, den Eingang untersuchen, natürlich. Kommst du? Ja, ich räume nur noch den Keller leer. Bam, so. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit dem Bediensteten gesehen. Los! Jetzt gibt's Ärger. Dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Anwalt! Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Oh. Schön die Klippen runterreiten. Du hast keine Chance. Das werden wir ja sehen. Na komm, Pferdchen.
Los, Plätze. Ha! Erwischt! Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Swanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Arnwald, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankret. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich. Das Blut der Söhne und Töchter Skelliges. Wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften. Als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute. Das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kaer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan Ankret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Swanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat.
Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans Ankret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde... Und Swanrick? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bram dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich allen, eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! 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 Glückwunsch. Du wirst eine großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Wie lauten die Pläne der neuen Königin von Skellige? Zuhören, lernen und weiter zuhören. Dann werden wir sehen. Guter Plan. Ich muss die Clans vereinigen. Ich würde den Krieg gern vermeiden. Aber wenn Nilfgaard angreift, müssen wir gemeinsam zurückschlagen. Der Drummond-Clan könnte Probleme bereiten. Ich habe Lugos bei der Zeremonie gesehen. Er war wütend. Zwischen unseren Clans gab es immer Zwist. Aber ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zaer schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Hjalmar! Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke.
Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück! Okay. Wo ist Yama? Wo steht er denn? Da ist er. Geht's dir gut? Geht so. Egal, wie man's betrachtet. Ich wurde von einer Frau besiegt. Nicht von irgendeiner. Das stimmt. Wenn es schon sein musste, bin ich froh, dass es Ceres war. Bist du nicht stolz auf sie? Komm schon, gib's zu. Ein wenig, ja. Sie ist von meinem Blut, von meinen Knochen. Aber sag ihr das nicht, sonst fängt sie noch an herumzustolzieren, was ihr aber eigentlich guttun würde. Wir haben es Lugos gezeigt. Das ist das Wichtigste. Hast du gesehen, wie wütend er war? Ich dachte, er platzt gleich. Ja, hat mich ziemlich überrascht, wie verärgert er war. Unsere Clans haben sich schon immer Köpfe, Brust und Bauch eingerannt. So ist unser Land. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankraits je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Okay. Jetzt ist es aber eigentlich noch nicht Zeit, hier den Hauptquest weiterzumachen. Ich will noch mal gucken, dass wir ein paar Nebenquests machen. Haben wir noch irgendwelche übelsten Aufträge? Was haben wir? Level 22. Skellige. Bam. Werden wir uns das mal anschauen. Wo ist das? Oh, oh, oh. Da drüben gibt es noch jede Menge Kram. Da auch. Tja, wo geht's denn hin? Wen sollen wir fragen? Also nochmal durchlesen hier im Quest. Was steht da? Nix begibt ihr auf ein Boot. Hexeraufträge. Ding, da. Das nicht abschalten hier. Naja. So, also. Aus Beaker Oak. Mal gucken, wo eben Beaker Oak ist. Nicht diese kleine muss man mal auf die Karte gucken. Papier ist noch besser, das Dicko, wo ist denn das? Ah, hier oben. Da. Oder da oben. Ne, warte mal, wo ist das? Da müssen wir hin. Ne? Ja, genau, cool. Okay, da müssen wir hin. Alles klar. So, ich brauche mal so eine Schnellreise. Die ist da hinten. So, und angekommen.
Es ist echt manchmal doch sinnvoll, dass man auf die Papierkarte nochmal schaut. Die ganzen Dinge habe ich nicht alle nicht auswendig im Kopf. Darunter fallen ist jetzt blöd. So, was gibt's? Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Speaker Rock? Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Du glaubst deiner Schwester wohl nicht? Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Es wird nicht einfach sein, Nils zu finden. Die angesetzte Belohnung reicht nicht aus. Wenn du ihn nach Hause bringst, werde ich nicht knausern. Ich brauche eine verbindliche Summe. Zuerst musst du mir was Verbindliches sagen. Nämlich das Schicksal von Nils. Abgemacht. Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke. Ich gehe zu ihr. Okay, dann wollen wir mal mit Britta sprechen. Aber vielleicht... Ja, ja. Was macht ihr Hexen, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Schön chillen auf der Couch. So, also. Das machen wir in der nächsten Session. Bis dann, ciao.